12. Beisel gegen Justin. Ich bin auf jeden Fall auf den Gameplan gespannt, den Justin hier hat. Jetzt bisher auf jeden Fall die richtigen Calls. Macht guten Damage, bleibt an der Edge. Okay, nice. Oh oh. Oh, what? Wer hätte denn ahnen können, dass er so gepunished wird dafür? Aber bisher macht er das hier auf jeden Fall gut. Nur wenn er das, wenn das so sein Gameplan ist, das so ruhig zu halten, dann, dann darf er sich nicht wundern, dass es auch mal ein bisschen krasser wird. Einfach weil gegen Beisel ein ganzes Set das zu halten, ist einfach so gut wie unmöglich. Oh mein Gott. Einfach so gedownsmashed. Einfach so. So, und jetzt mal schauen, ob die Ruhe noch da ist. Ja. Man auf jeden Fall machen können. Die, was interessant ist, ist, wie man auf die Dose reagiert, wenn man sie anschießt. Es gibt auf jeden Fall Momente, in denen sie einfach wegfetzt. Wenn man sie auch, wenn man ja auch nur einen Schuss gibt. Ja, gerade getradet mit der Dose. Ja, die 150% sind da. Wir haben ja auch in den Sets davor immer schon gesehen, dass Beisel echt übelst lange immer überlebt. Und ja, ich glaube, das kann sich Justin nicht leisten, dass Beisel bis 150, bis 170 so überlebt. Da müssen schon die Early Kills kommen. Und jetzt hat er noch einmal die Chance, ordentlich Momente zu bekommen und dann irgendwie bei 90 oder sowas zu bekommen. Ja, mal gucken. Wie gesagt, an sich, Fox, kann man auf jeden Fall spielen gegen Vakant. Okay. Hat gesehen, nach dem Reflektor direkt explodiert, wenn sie in der Luft ist. Ist dann unbrauchbar. Da war der Laser. Laser und Dose. Oh oh. Okay. Hat überlebt. 140% diesmal selbst. Mit Fox gar keine leichte Aufgabe. Okay. Ja, da gab es irgendwelche Regeln mit dem Laser. Irgendwie, wenn man die einmal anlasert, während sie da rumsteht, ist es nicht mehr deine Dose. Dann musste man die erstmal schlagen. Also praktisch beißeln müssen. Oh! Ah, die Backer war eigentlich so gut. Die war so gut eigentlich. Aber ja, das war eben der Trade mit der Dose dann, was dazu geführt hat, dass nicht Beißel seinen Stock verliert, sondern Justin. Ah, das war der F-Smash. Okay, ich dachte, da würde der Up-Smash kommen. Der Spike. What? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Dachte ich, dass er da noch springen kann und vielleicht nochmal onstage kommt. Aber, ja, 50 hat gereicht. Da killt sogar Duckhunt Spike. Ja, okay, das war schon mal ein gutes erstes Match. Ich bin mal gespannt. Also ich denke mal schon, dass es bei Fox bleibt. Das war ja auf jeden Fall machbar für Justin. Nur eben die Kills, ne? Die Kills müssen früher kommen. Gegen Duckhunt braucht man dieses Fenster, wo er so 90% hat, wo man dann einfach irgendwas trifft. Und ja, eben hat man es gesehen hier irgendwie mit Dash Attack Back Air, irgendwas into Up Air oder generell eine Raw Up Air, einfach fischen. Ich glaube, juggeln wäre da tatsächlich gar keine schlechte Idee. Gut, wir gehen in Nummer 2. Den zu lasern ist, glaube ich, keine gute Idee. Also den Gunman, wenn er auf dem Boden liegt. Weil er dann einfach nur noch länger da liegt. Oh. Okay, was kommt aus dem Dragdown? Schön. Smash. Oh, okay. In die Dose rein.
So, okay. Jetzt also wieder Beißer mit der Lead. Ja. Kannst auf jeden Fall mit einem Raw Up Smash versuchen. Bisher hat... oh mein Gott, was passiert hier? So hat Justin die Nähernte Up Smashes nicht gefunden gegen Beißel. Einfach keine Situation gefunden, in der das klappen würde. Einfach weil, ja, da kann immer irgendwas daneben hat und so, und dann funktioniert das Ganze halt nicht mehr so gut. Oh mein Gott, was passiert hier überhaupt? Ja, das meine ich. Das sind diese merkwürdigen Interaktionen. Irgendwie, wenn du einen Smash in die Dose reinhaust, während man irgendwas macht, dann kann es sein, dass praktisch das Momentum gestort wird und sobald ein Hit kommt, fetzt das Ding einfach weg. Und das da gerade passiert mit der Dose. Okay, erster Stock geht weg. Jetzt ist die Chance für Justin, ordentlich Momentum zu kriegen, Kombo zu machen, vielleicht noch ein bisschen was über die Defensive von Beißel herauszufinden. Wie gesagt, es ist halt einfach manchmal ein bisschen schwierig mit Fox durch die Dose Frame 1 oder die Side B durchzukommen. Das ist so ein bisschen das Problem. So, jetzt gerade letzte Chance für Justin. 150% schon. Lange geht das Game hier nicht mehr. Oh ja. Und die Bombe oder Dose regelt das Ganze. Und damit steht es 2-0 für Beißel, der in die Top 8